mit dem ersten Teil der Story durch. Und hier hinten sind die Gegenstände. Eine kleine Werkstatt. Was ist... Die beiden Sachen hat sie uns noch gegeben. Obststand und Rundhimmellaterne. Okay. So. Okay, jetzt suchen wir uns aus, wo wir leben möchten. Auf der schwebenden Felsinsel am Smaragdeberg. Oder auf der kühlen Insel. Dann schauen wir mal rein. Aha. Aha. Ich meine, fliegende Inseln sind cool. Ich glaube, ich werde den Berg nehmen. Okay, Einrichtungspunkte und die Münzen. Brace yourselves. Ja, wo? Lul, du hast hier wirklich mehrere Ebenen. Ich meine, im Stream hat man so gesehen diese Größe, dass du halt richtig viele Häuser platzieren kannst. Ach, dass es hier noch weitergeht, das ist nice auf jeden Fall. Da schauen wir uns um, falls ihr euch auch dafür entscheiden wollt, in dem Gebirge zu bauen. Nein, man darf hier nicht weiter. Schade, alles nur Fake. Alles nur Fake. Alles nur Fake, Leute. Dann hat man wirklich nur das. Aber Hauptsache, da geht nur eine Brücke lang. Schade, schade. Ah, ich nehme mal an, alle Gebiete werden gleich groß sein in den Maßen. So. Unser Helfer ist da. Wow, it seems that we have a visit. It's a huge finch! Excuse me, I am not a finch. I am a teapot spirit, and hang on a moment. Oh, call me. I suppose you may call me Tubby. So you're the little helper Madam Ping mentioned? Madam Ping? Oh, you must mean Ping. Yes, she did summon me here. You may leave all matters regarding the upkeep of this realm. Your journey may be far from over. Though it is the Adepti who create realms such as this, they generally do not have the time of day to attend. Thus, we teapot spirits were created to help guard their realm. You may consider me a butler, if you... Now, allow me to explain... Have you any blueprints on you? As long as you have a blueprint, you can refashion this realm however you please. Blueprints? Oh... Yes, these are the blueprints I'm talking about. Just commit the image, then simply release the thought from your mind and... Wow! Is that all it takes? Then we could build a whole city inside, couldn't we? I doubt it. A golden-eyed Adeptus explained this to me at some point in... He said that even though subspace creation is a product of Adeptal power, even that has its limits. This world is not a true one, after all. A golden-eyed Adeptus? Paimon wonders, who could that be? I hardly remember myself. What's more, I have never seen that Adeptus... Well, let's not dwell on that.
Have a look around. If there's anything you would like to ask. Okay. Genau. Die erfolgreiche Platzierung von Gegenständen kann die Adeptenkraftstufe der Kanne der Vergänglichkeit erhöhen. Mit der Erhöhung der Adeptenkraft wird die Sammlung von Kannentalern auch beschleunigt. Okay. Kannentaler können in der Schatzkammer gegen tolle Sachen eingetauscht werden. Shopping. Kannengeist auf der Durchreise besuchen. Vielleicht. What? Es kommt so ein Reisender Kanngeist und da kann man Rare Möbelstücke oder sowas bekommen. Wenn du einen Dekorationsbauplan erhältst, kannst du eine Platzierung von mehreren Dingen gleichzeitig vornehmen. Bei der Platzierung können einzelne Dekorationen noch feinjustiert werden. Come on, Traveler, let's go! The world is full of lost ballads just waiting to be rediscovered. Okay. Dann. Finger. Hinweise. Was? Habe ich was verpasst? Wir tun mal so, als wenn wir das gelesen hätten. Okay, das ist die Adeptenkraft. Gebäude. Okay, ja. Oh, guck mal, wir machen damit das Gras weg. Okay. Drehe. Kann man alles mit der Maus und so weiter machen. Gucken. WASD, um so zu. Ja, okay. Es ist fast. Es ist 1 zu 1 die Schmiede aus Mondstadt. Passt. Hauptgebäude. Aktuell haben wir das Ding. Okay. Können wir das auch verschieben? Also, wenn wir es nicht dahin haben wollen. Hier ist. Ich mag dich. Aber, warte. Lass mal. So. Ja, gut. Müssen wir vielleicht später nochmal drehen. Ach, machen wir gleich. Ich kenne mich doch. So. Oh Gott, werde ich hier drin Zeit verschwenden? Passt. Ich sollte das lassen, sonst bin ich hier noch 5 Stunden. Erinnerung speichern. Das fällt ja einfach aus dem Himmel, ne? Ja, passt. Dekorationen werden platziert. Bitte warten, bitte warten, bitte warten. Hoffentlich explodiert hier nichts. Ui. Cool, dass man die auch benutzen kann. Und man kann. Ja, das ist nice. Kann so bleiben. Oder sollen wir die Dings ausrichten? Schwierig, schwierig. Okay,
da drauf, nehme ich mal an. Und hier haben wir jetzt praktisch auch so eine kleine Mini-Quest-Reihe, wie man sie bei den Statuen oder Säulen von den Göttern hat. Platziere. Und hier ist dann ein Blumenarrangement. Okay, als Belohnung. Okay. Ganz komplette Einrichtung. Gibt es auch nochmal Münzen. Und dann gibt es wieder verschiedene Stufen. Ui. Kätzchen. Die stelle ich genau am Rand von der Insel. Guck mal, ob sie runterspringt. Okay. Stell 3 Dekorationen her. Erhalte 1000 Kanten. 100 Kanten. Okay. Stelle eine Einheit Stoff her. Dafür gibt es dann Felsbrocken. Dann gehen wir mal rein. Ich würde es halt gern so seitlich stehen lassen. Ich weiß ja nicht, ob das aussieht. Später. Ich weiß nicht mal, ob ich das Haus behalte. Meine Güte. Uff. Ja, guck mal, das gefällt mir halt schon mal nicht. Immer mit diesen Balken hier dazwischen. Das mag ich zum Beispiel gar nicht, dass man sowas hat. Gucken, kann man in einzelne Räume rein? Nein. Ja, also das Haus wird dann wahrscheinlich nichts für mich werden. Betritt dein Herrenhaus. Erledigt. Er muss sich die anderen Dinge lernen. Ja. Weinzeit. Platzieren Wein. Anwenden. Okay, das und das. So, dafür natürlich auch noch wieder. Moment. Hä? War das? Right now I wish I was sitting at the top of a tree, looking out over a meadow, cider in hand. Erhalte 30 Stück Holz durch das Fällen von Bäumen. Okay. So. Ich nehme an, ja. Verzierungen. Aha. Also man kann die Treppe auch wegnehmen. Okay. Große Dekoration. Tisch. Warte. Tisch. Ah, damit geht die Adeptenkraft so hoch. Ein Bett. Ja, hier ist... Das ist halt nur das. Hier ist halt nichts. Also ist kein richtiger Raum, wo man ein Schlafzimmer einrichten kann. Aber egal. Haben wir uns erstmal hier hin. Kleine Dekorationen. Ja. Soll ja nicht jeder beim Schlafen zugucken. Set für drinnen. Das war der Tisch mit. Okay. Damit wir den aufstellen können, müssen wir erst 240. Ach nee, da fehlt noch was. Noch nicht vollständig steht da. Ach so, das ist nur der Blueprint und wir müssen die Sachen erst haben, damit wir das in einem ganzen Set aufstellen können. Okay. Aber das ist doch nicht hier drinne. Oder?
Oder sollen das diese hier sein? Okay, aber ist halt ähnlich zu anderen. Games speichern. Oh doch, man kann in andere Räume. Man muss aber durchklicken. Okay. Hä, aber ich konnte doch oben nirgendwo rein. Ah, doch, man kann hier... Okay, man kann nur unten rein und nicht oben. Okay, kann also bleiben. Ich hole mal hier eben schnell fürs Schmieden das Zeug ab. Ja. Okay, es ist jetzt nur so ein Testdings. Werden wir mal schauen, ne? Also, ich werde da keinen Guide für machen. Ihr müsst jetzt... Geht jetzt Bäume fällen, damit ihr das Holz bekommt. Sollte klar sein. Dann fangt ihr damit an zu craften und so weiter. Umso höher die Stufe von eurer Teekanne ist, umso mehr Dekoration ihr reingebaut habt, umso besser. Umso mehr Münzen kriegt ihr auch. Umso mehr Münzen ihr habt, umso mehr Stuff könnt ihr kaufen. Wo ist der Obst? Nein. Hof. Gelände. Gebäude. Ach, das war auch nur so ein Plan für den. Schade. Schade, schade. Sonst. Hey. Okay, das könnte ein bisschen schwierig werden, wenn man das am Handy macht. Wir platzieren das halt jetzt erstmal. Speichern. Gespeichert. Wo können wir jetzt diese komischen Taler ausgeben? Macht er das? Hat er diesen Shop für die Taler? Maybe you're not used to the place at the... Oh, man kann das Weltmotiv auch noch ändern. Vertrauensstufe. Okay, und das ist jetzt praktisch wie... Weiter Gilde. Gebäude mit mehr... Okay. Adepten... Schwungflakung. Das will man natürlich komplett hoch machen. Moment, was? Umwandeln? Okay. Uiuiui. Letschi. No, ja, vielleicht. Hä? Okay, das sind die Sachen, die man dadurch bekommt. Stufenbelohnung. Ja. Gib das mal her. Also das sammelt sich halt über Zeit einfach an, so ich das verstanden habe. Und das sammelt sich umso schneller an, umso mehr Dekoration man hat. Okay. Lernen, lernen, lernen. Maybe you're not used. Schatzkammer, das ist das, wo man kaufen kann. Genau. Was kann man sich denn alles holen?
Okay, erstmal muss man die Vertrauensstufen machen. Dekoration direkt. Da gibt es auch ein Kauflimit. Okay. Oi. Ich scroll noch ein bisschen, warte. Okay, wow, da hat man eine Menge. Und hier gibt es Einrichtungsbaupläne. Hier holt man sich dann die Baustrohhütte. Oh Gott, ist noch mal so viel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Ja. Ja, auch natürlich. So. Das wollen wir natürlich ganz zum Schluss haben. Das sind neue Gegenstände, mit denen man Artefakt-XP bekommt, dass man nicht immer Artefakte zum Upgraden in Artefakte reinstecken muss. Das sind jetzt praktisch wie die Erze, die du in die Waffen reinknallen kannst, gibt es hier diese Vi-Essenz und Vi-Salbe. Ja, deshalb macht man das Ganze eigentlich. Also nicht um ein schönes Haus zu haben, womit man angeben kann, sondern um diese beiden Gegenstände hier zu bekommen. Oh, das wird einiges in Anspruch nehmen. Und der Shop wird immer wieder aufgefüllt, alle 5 Tage, wie es aussieht. Ah, hier gibt's das. Hier gibt's das flüchtige Harz, was 60 Punkte ansammelt. Okay, ja. Dann noch das letzte angucken. Maybe you're not used. Oh Gott. Sind gleich bei einer Stunde. Dekoration herstellen. Also wir müssen auf jeden Fall Stufe 2 haben, damit wir den Stoff bekommen. Rote Farbe. Das heißt, wir müssen auch irgendwie Farbherstellung haben. Holz. Warteschlange. Okay, man hat einen Warteschlangen-Slot so und die anderen müssen wir auch durch die Vertrauensstufe machen. Und das. Wozu ist das? Oh, damit kann man sofort was fertigstellen. Du musst nicht erst so eine Warteschlange. Aha. Okay. Hat das Spiel uns gesagt? Da oben. Aha, gefunden. Frage geklärt. Ah, nee, man muss nicht. Also hier. Watsch. Fertig. 1000. Ich habe, glaube ich, gerade übertrieben. Ja, mach mal da. Das kann sein, dass ich eine Menge. Hey. Okay. Let's go. Wir können ein herzliches Willkommen Eingangsteppich machen. Let's go. Mal gucken. Man könnte, ja, genau, man könnte mit dem Material kann man es sofort abschließen. Verbleibende Zeit 14 Stunden. Junge. Und man kann es um 4 beschleunigen. Okay, ja, man muss halt craften, damit man diese Rangpunkte bekommt. So wie es aussieht. Bing! Perfekt.
Maybe you're... Das sind doch diese Vertrauensstufen. Ja, genau. Man muss halt craften, damit man die bekommt. Okay. Dann holen wir nochmal Belohnung ab. Das Video ist schon so viel zu lang. Let's go. Ja, hat eine gute Größe. Die gelernt. Ansonsten nur. Deppencraft. Die Questbelohnung hatten wir fertig. Ich überlege gerade. Da oben sind Bäume, ne? Mal gucken, wie wir jetzt diese Welt von ihren Bäumen befreien. Weil es hat uns ja nicht gesagt, wie wir jetzt Holz machen. Ob wir dafür irgendwie noch ein Item brauchen oder so. Deshalb werden wir einfach mal gucken. Wichtig, Kiefernholz. Okay. Okay, es scheint immer nur eine bestimmte Menge rauszudroppen. Okay. Und es scheint egal. Okay, ich habe jetzt ein bisschen weiter gespielt, das heißt, ich habe gefarmt. Und zwar fürs Crafting. Und ihr seht hier ein paar verschiedene Sorten an Holz, die ich mir zugelegt habe. Und ja, ist ganz okay. Das exquisite Holz. Ein bisschen rare. Das ist von den Bäumen, wo Äpfel und die Dämmerfrüchte dran wachsen. Alles andere kriegt man eigentlich relativ einfach und schnell zusammen. Ich habe auch errungenschaftsmäßig, da gibt es jetzt auch einen komplett neuen Tab. Jetzt sind natürlich schon einiges zusammen. Und ich wollte schauen, erhalte 2000 Stück Holz. Ich hatte was mit 600 plus, genau, 600 plus hatte ich gerade fertig. Und man kann wohl hier Achievement, dass du über 600 Farbe herstellen kannst. Das habe ich instant fertig gehabt, weil ich das halt vorhin gemacht habe. Und man gibt natürlich wieder so ein Hintergrundnamenskärtchen, wenn man das alles geschafft hat. Aber das wird natürlich noch ein bisschen dauern. Und ich habe mich erinnert, dass ich glaube, war es im Stream oder ich habe es irgendwo gelesen, dass man auch für normales Geld Dekoration kaufen kann. Aber ich weiß nicht mehr wo. Also hier wird es nicht mit drin sein. Nein. Also in Liyue habe ich geguckt bei den Händlern. Da war nichts. Ich habe zwar zwei Händler nicht geprüft, aber das waren halt auch nur diese Essenshändler. Hier, warte, du könntest vielleicht was haben. Nee, schade. Aber ich habe doch noch so viel. Ja, hier, komm. Ich brauche eh Geld. Gönn ich mir halt.
Wo könnte... Oh, ich weiß. für den haben wir doch sogar schon mal eine Quest gehabt, wo es gesagt wurde, hey, das ist ein Möbelhändler. Beziehungsweise ein Tischler, der Möbel herstellt. Im Jinxie-Dorf. Ja, das wollte ich nicht. Da war ich wieder ein bisschen zu schnell an der Tastatur. Da hinten runter, glaube ich, war sein Haus. Ja, das müsste ja hier gewesen sein. Ja, perfekt. Genau, Schreinerei, bla bla, Keks. Yes, gibt's. Okay. Was gibt es dann hier? Abenteurer, Dekorationsbauplan. Einsamer und vorsichtiger Abenteurer, Bauplan. Und Dialog zwischen Baum und Fels, Bauplan. Okay. Also das ist ja immer, wenn wir so einen Platz von einem Abenteurer sehen, dann sehen wir immer, dass da irgendwie so ein Beutel und Bücher und so ein Quatsch immer rumliegt. Das ist ja überall auf der Map, gibt es ja so eine kleinen Camps von Abenteurern. Okay. Okay. Das ist praktisch alles Zeug, was ich schon besitze. Das meiste habe ich davon auch schon einfach aufgestellt. Gehen wir nochmal rein. Ich weiß, es sieht jetzt ganz unordentlich aus, aber bitte ignoriert das. Ich wollte einfach nur das Level halt hoch machen. Deshalb habe ich auch über 2000 gerade. Es kann sein, dass ich alle Steine und alle Bäume, die ich hatte, da einfach hin platziert habe. Abenteuer-Zeugs. Mal gucken. Das. Okay, kann man herstellen. Gibt auch 60 Herstellungspunkte. Bla bla Keks. Okay. Wie weit ist eigentlich meine Warteschlange? 9. Uff. Ja, vielleicht, wenn es auf 8 Stunden ist, beschleunige ich zweimal oder so, damit es fertig ist. Hier haben wir, glaube ich, nichts Neues zu bekommen. Nope. Ansonsten. Maybe. Machen wir uns ein paar extra Münzen ab. Können hier auch in den Sets für Straßen. Ah, okay, das ist dann praktisch eine Ansammlung an Büschen, einem Baum und einem Stein, das man so als Set platzieren kann. Und hier halt. Okay. Ja. Kann man mitnehmen. Also. Hat jetzt natürlich echt richtige Währung gekostet, anstatt einfach nur irgendwie diese Silbermünzen. Aber ja, kann man mitnehmen. Gibt es denn irgendwie noch einen Händler, der sowas? Ich glaube nicht. Das wollte ich gucken. Ich kann die Sachen kaufen. Aber es steht bei, wie viel extra Punkte die geben. Nee. Was ich halt gut finde, man kann diese Flakons
zum Verschnellen auch so holen, mindestens 5 Stück. Und die werden einmal pro Tag resettet, so wie ich das verstanden habe. Also das heißt, mir fehlt hier irgendwie ein Stein davon. Wenn ich den denn hätte, dann könnte ich diesen einen Dekorationsbauplan nutzen. Okay, ja, das wollte ich nur mit dranhängen. Also die Bäume abfarmen ist sehr, sehr leicht. Also das ist... Am besten geht's mit Noelle und dann einfach nur Linksklick gedrückt halten und sie fängt an zu spinnen und du stellst sie einfach nur in irgendwelche Bäume rein. Und ansonsten, ja, werde ich mal schauen. Vielleicht in der Woche oder so. Mal gucken, wie weit man bis in 7 Tagen kommen kann an Einrichtungen. Es kommt übermorgen, glaube ich, das Event, wo man anfangen kann. Wie heißt sie? Wie heißt das Katzenmädchen? Jetzt komme ich. Diona auf gratis bekommen kann. Das heißt, wer jetzt nicht wünschen will, um Diona zu bekommen, oder Zhongli, oder wer direkt Diona haben will, da kommt er in den 1-2 Tagen. Das Event, glaube ich, war irgendwo, das stand irgendwo, Aktion, genau. Energieleitscheibe, Einführung, bla bla bla, Putzima, genau, nimm teil und erhalte die putzige Mischung Diona. Ja, genau. Es geht halt dann wieder ein paar Abschnitte. Okay, ja. Dann war das diesmal aber wirklich alles. Wir sehen uns dann zum nächsten Event. Ciao, Leute.